Hallo und herzlich willkommen bei dem Lenze Webcast From Trend to Reality. Unser heutiges Thema ist die dezentrale Umrichtertechnik, die perfekte Ergänzung. Zu welchen Konditionen das zutrifft, das möchten wir heute erläutern, und zwar ganz im Sinne unseres Themas, auch dezentral. Ich habe zwei nette und kompetente Kollegen mit dabei. Ich gehe einmal gleich in die Schweiz zu Uli Allensbach. Der ist Produktmanager für die Lenze Industrial Drives, und nach Bad Bentheim zum Vertriebsingenieur Wolfgang Kraus. Uli, magst du vielleicht einmal übernehmen und dich unseren Teilnehmern kurz selber vorstellen? Ja, hallo. Zuerst mal herzlich willkommen an alle Teilnehmer von diesem Webinar. Besten Dank. Dann ein Hallo an meine Kollegen Katrin und den Wolfgang. Mein Name ist Uli Allensbach. Ich sitze in der Schweiz. Hier werden die Frequenzumformer von Lenze entwickelt. Ich selbst bin im Produktmanagement tätig und ich betreue unter anderem die Lenze Sales Center rund um den Globus. An dieser Stelle gebe ich gerne ab an meinen Kollegen Wolfgang. Ja, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Wolfgang Kraus. Ich bin Vertriebsingenieur im Außendienst bei der Firma Lenze und ich berate unsere Kunden Richtung Antriebstechnik und Steuerungstechnik. Jawohl, super. Dann sind wir komplett. Mein Name ist Katrin Perschke und ich arbeite als Marketing- und Kommunikationsmanager bei Lenze. Und wer vielleicht schon mal Teilnehmer bei uns im Webcast war, das Format. Wir werden das Thema gute 20 Minuten jetzt erstmal zu dritt diskutieren. Sie können die ganze Zeit mit uns im Chat schreiben und gegen Ende möchten wir einige ausgewählte Fragen auch hier live vor der Kamera mit Ihnen diskutieren. Aber jetzt zurück zu unserem Thema der dezentralen Umrichtertechnik. Und zwar, Uli, wir haben ja erkannt und sehen das in Trendbarometern und auch in Studien, dass das Segment stetig steigt. Hast du das vielleicht mal ein bisschen konkreter und mit ein paar Zahlen für uns? Genau, das ist so. Eine Studie von Interact Analysis besagt, dass dezentrale Umrichtertechnik ein Wachstum von 8% hat, wogegen die Schaltschrankgeräte ein Wachstum etwa von 1% ausweisen. Also man sieht ganz klar, der große Wachstum ist im dezentralen Bereich. Wenn ich auf die Umrichter eingehe, die weltweit verkauft werden, ist etwa ein Viertel davon dezentrale Technik und in Europa ist etwa von allen verkauften Umrichter ein Drittel in Europa dezentral. Ja, und können wir schon mal so eine schnelle Erklärung haben, was sind so die unmittelbaren Vorteile, die für die dezentrale Installation sprechen? Ja, das ist so. Da gibt es natürlich Vorteile, die für die dezentrale Installation sprechen. Zum Beispiel kann Staub und Wasser so einem Umrichter nichts anhaben. Also wenn es da mal einen Wasserspritzer gibt von dem Prozess her oder wenn ich das Gerät reinigen will mit einem Wasserschlauch, ist das kein Problem. Dann ist der große Vorteil, dass der FU sehr nahe am Motor sitzt. Das heißt, der FU ist direkt am Geschehen. Mit Schaltern am Umrichter kann ich auch direkt ins Geschehen eingreifen vor Ort. Ich sehe auch auf zum Beispiel LED-Statusanzeigen, die sind grün. Meine Maschine funktioniert einwandfrei. Ich kann aber auch Prozesswerte vom Display ablesen und sehe zum Beispiel eine Geschwindigkeit oder ein Strom kann direkt vor Ort abgelesen werden. Ja, super, vielen Dank. Wir haben jetzt zwischendurch, glaube ich, schon mal die Folie gesehen, denn wir wollten ja auch noch ganz gerne einmal differenzieren, was verstehen wir unter zentraler Antriebstechnik und dezentraler Antriebstechnik bei Lenze. Da haben wir eine Folie vorbereitet, die das auch noch mal unterscheidet. Du hast da schon ein paar Punkte von eben mit genannt. Möchtest du auf die Folie trotzdem noch mal eingehen? Ja, gerne. Hier auf dieser Folie ist gut zu erkennen, die verschiedenen Frequenzumrichter, die es gibt. Auf der linken Seite sind die Schaltschrankgeräte, meistens in der Schutzklasse IP20. Die werden ja vom Schaltschrank geschützt. Auf der rechten Seite sehen wir die dezentralen Varianten. Da bewegen wir uns in Schutzklassen IP54, IP66. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Da unterscheiden wir wandmontierte Geräte oder auch, das kann zum Beispiel auch an einem Maschinengestell geschraubt werden. Und es gibt Umrichter, die wirklich direkt auf dem Motor angebracht sind. Zusätzlich haben wir auch Stecktechnik bei den dezentralen Umrichter. Und wie man schön sieht, gibt es auch Schalter, die direkt am Gerät verbaut sind.
Ja, Uli, ich glaube, dein Bild hängt jetzt gerade, aber ich möchte dir versichern, dass wir dich trotzdem sehr gut gehört haben. Und weil dein Bild gerade hängt, sind wir ganz flott dabei und wechseln mal zu Wolfgang, denn Wolfgang wird uns auch nochmal die dazugehörige Topologie zeigen. Also erst ein Praxisbeispiel, wie etwas installiert ist, einen sehr vollen Schaltschrank, und dann gehen wir bitte, Wolfgang, nochmal auf die zentrale Topologie ein. Jawohl. Katri, das machen wir sehr gerne. Ich habe da mal was vorbereitet und teile mal kurz meinen Bildschirm. Was jetzt zu sehen sein sollte, ist ein Bild von einem klassischen Schaltschrank. Das ist die klassische zentrale Topologie. Wir sehen eine Steuerung, wir sehen Frequenzumrichter, wir sehen eine ganze Menge andere Bauteile aus einem Schaltschrank. Wir sehen auch eine Menge Verdrahtung. Und üblicherweise ist es so, dass die Bussysteme, die verwendet werden, auf diesen Schaltschrank beschränkt sind. Wenn wir dann auf die Maschine gucken, dann gehen aus diesem Schaltschrank zentral von einem Punkt mehr oder weniger die ganzen Leitungen zu den Motoren, zu den Sensoren und Aktoren und sorgen praktisch vor Ort dann für Bewegung bzw. Sammeln irgendwelche Daten ein. Man kann hier recht schön erkennen, dass ja doch eine ganze Menge an Leitungen erforderlich sind, um so eine zentrale Topologie aufzubauen. Da gehen wir gleich zum Pendant, zu der dezentralen Topologie. Und hier haben wir auch eine Folie vorbereitet. Und ich hoffe, Uli ist jetzt im Ton und im Bild zu sehen. Das sieht vielleicht so aus. Ja, also ich höre euch gut. Ja, jetzt sehen wir bereits schon Bilder von einer dezentralen Topologie. Die ist anders aufgebaut. Da kommen noch mehrere Beispiele. Wir sehen jetzt einen Drehtisch, hier sehen wir zum Beispiel ein Hubwerk, das ist eine dezentrale Einheit. Und hier sehen wir gut, sehr gut die Topologie. Man sieht, wir haben links den klassischen Schaltschrank. Daraus kommen aber nur Energiekabel, also ein Energiebus, da schwarz dargestellt, und ein Kommunikationsbus. Man fährt also eigentlich nur mit zwei Hauptleitungen in die Anlage hinein. Dann ist auch schön zu sehen, da gibt es zum Beispiel ein Förderband und da gibt es auch Endschalter, die sind in blau dargestellt. Solche digitalen Signale können direkt am Umrichter eingelesen werden und diese Daten werden dann via Ethernet-Kommunikation zum Beispiel direkt an einen Controller weitergeleitet. Ich brauche also keine zusätzlichen IO-Inseln, um Signale einzusammeln und die dann via irgendeinen Koppler auf ein Bussystem zu übertragen. Man kann dazu direkt den Umrichter verwenden. Dann gibt es natürlich auch Mischformen. Mischformen heißt dezentrale Technik vermischt mit dezentraler Technik. Hier sehen wir das Video mit einem Schaltschrank zum Beispiel, wo vielleicht der Hauptprozess der Maschine ausgeführt wird. Und dann kann man dezentral dazu, kann man zum Beispiel, wie man hier sieht, ein Hubwerk installieren. Oder man hat andere Komponenten, andere Peripherien für diese Maschine, wie ein Drehtisch zum Beispiel. Und es ist dann einfach, solche dezentrale Peripherien dazu zu schalten. Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch kurz ergänzen, Uli. Wenn wir über Mischform reden, dann muss es nicht unbedingt eine große Anzahl von dezentralen Antrieben sein, die da zum Beispiel an einen Schaltschrank angehängt werden. Oft macht es auch Sinn, vielleicht nur eine einzelne Anwendung, ein Hilfsaggregat, einen Lüfter, einen Kompressor oder vielleicht auch die klassische Retrofit-Lösung mit einem dezentralen Antrieb zu versehen, um dann damit eine relativ einfache Lösung hinzubekommen. Gebe ich dir recht. Ich würde gerne bei der dezentralen Topologie auch noch mal bleiben. Können wir die Punkte da noch mal wirklich beleuchten? Was sind eigentlich die Anforderungen? Wann macht eine dezentrale Topologie richtig Sinn? Ja, die dezentrale Topologie hat viele Vorteile. Zum Beispiel bei bestehenden Anlagen ist kein Platz mehr vorhanden in einem Schaltschrank. Dann ist diese Topologie auch jederzeit erweiterbar, kein Problem. Die ganze Topologie ist sehr einfach und übersichtlich. Wir arbeiten mit zwei Bussen, Powerbus und Kommunikationsbus. Dann ist auch ein wichtiger Vorteil, wir haben weniger EMV-Störungen, weil der Umrichter ist ja sehr nahe am Motor montiert und daher haben wir sehr kurze Motorenkabel, was weniger EMV-Störung verursacht. Zusätzlich ist auch zu erwähnen, dass in den Schaltschränken weniger aktive Lüftung verwendet werden muss, da ja die Umrichter nicht im Schaltschrank untergebracht sind.
Und auch ein wichtiger Vorteil, den ich erwähnen möchte, sind auch weniger Motorleitungsverluste. Da wir ja kurze Motorkabel haben, sind auch die Motorleistungsverluste entsprechend kleiner. Ja, ich habe jetzt mal so rausgehört, dass man jede Menge Komponenten einsparen kann. Da sind die Motorleitungen, da sind Drosseln. Da liegt offensichtlich jede Menge Einsparpotenzial. Ist das richtig, Wolfgang? Ja, das ist in der Tat so. Wir haben schon gehört, dass man eine ganze Menge Verkabelung einsparen kann. Und bei der Verkabelung spart man eigentlich gleich doppelt. Zum einen spart man das Material und zum anderen spart man bei der ganzen Konfektionierung beim Anschließen. Dann ist es auch so, dass der Schaltschrank ja deutlich kleiner werden kann. Die Leistungselektronik wandert ja aus dem Schaltschrank raus, nah an dem Motor. Und dadurch wird der Schaltschrank kleiner und das alleine spart auch schon wieder Geld. Und nicht zuletzt geht es auch nochmal um die Entwärmung. Wenn wir keine Verlustleistung der Leistungssteller im Schaltschrank haben, dann kann das Entwärmungskonzept komplett anders ausfallen. Üblicherweise wird es deutlich einfacher und im Idealfall kann man da sogar auch auf Klimageräte verzichten, hat also wieder ein bisschen Geld gespart. Man darf aber nicht vergessen, wenn wir über dezentrale Komponenten sprechen, sind diese vom Konzept her etwas teurer, weil halt gewisse Bauteile schon in die Geräte integriert sind, weil sie eine hohe Schutzart haben. Und deshalb muss man eigentlich immer das Gesamtsystem betrachten, wenn man über Einsparpotenziale sprechen möchte. Die Rückmeldung von unseren Kunden diesbezüglich ist durchweg positiv. Wenn Kunden konsequent diesen Weg der Dezentralisierung gegangen sind, dann ist auch die Rückmeldung stets gewesen, dass ordentlich gespart wurde. Ja, hier ist jetzt ein Stichwort, was ich gerne aufgreifen würde. Du hast gesagt, konsequent den Weg gehen. Ich könnte mir vorstellen, auch bei dem Maschinendesign von ganz neuen Maschinen, da kann das durchaus direkt von Anfang an mitbedacht werden. Auf was für Erfahrungen trefft ihr da im Markt, bei den Kunden? Also wenn eine Maschine neu geplant wird, muss man sich anfangs folgende Fragen stellen, zum Beispiel die Topologie. Welche Topologie wähle ich? Nehme ich die dezentrale Topologie, die zentrale oder macht eine Mischform gar Sinn? Das sollte man sich am Anfang überlegen, noch unabhängig von den Kosten, die verursacht werden. Dann ist ein wichtiger Faktor auch die Umweltbedingung. Was für Umweltbedingungen herrschen da vor Ort, wo meine Maschine eingesetzt wird? Was für Temperaturbereiche herrschen da? Wie sieht es mit dem Wasser aus? Muss mein Gerät zum Beispiel mit Wasser direkt abgewaschen werden können? Oder gibt es vom Prozess her Wasserspritzer? Dann gibt es eine hohe Luftfeuchtigkeit. Je nach Ländern kann das sehr unterschiedlich sein. Und was man auch beachten muss, gibt es unter Umständen vom Prozess her chemische Dämpfe, die da in der Luft sind? Ja, und ergänzen möchte ich hier auch noch. Letztendlich muss man sich auch überlegen, wo will ich denn die Geräte überhaupt installieren? Habe ich überhaupt einen Schaltschrank zur Verfügung, wo ich im Schaltschrank installieren kann? Oder muss ich motornah oder vielleicht sogar auf dem Motor den Frequenzumrichter aufsetzen? Brauche ich Bedienelemente vielleicht direkt am Motor, an der Maschine? Oder wie sieht es aus mit der Anschlusstechnik? Möchte ich hier die Standardleitung verwenden oder vielleicht konfektionierte Leitungen, um nochmal Zeit zu sparen oder auch Fehlerquellen auszuschließen? Wir haben bei uns im Produktprogramm hier eigentlich alle Möglichkeiten, um dem Kunden entsprechende Lösungen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir frühzeitig mit eingebunden sind, dann besteht eigentlich immer die Möglichkeit, wirklich gute Konzepte zu machen, die dann auch nachhaltig das Thema Sparen nochmal aufgreifen können. Ja, also Kosten sparen möchte ja immer jeder. Und wir haben auch hier schon etliches an Einsparpotenzial angesprochen, durch die Motornähe, durch die Leitungen, die gespart werden. Und ich glaube, Wolfgang, du hast uns auch ein recht schönes Beispiel aus der Praxis mitgebracht, wo von Anfang an eine Förderstrecke mit unterschiedlichen Modulen sehr konsequent ausgelegt wurde. Magst du von diesem Beispiel einmal berichten? Selbstverständlich. Es ist so, dass wir ja aufgrund unserer Erfahrung in der Antriebstechnik, in der dezentralen Antriebstechnik, einige Beispiele haben. Und die Fördertechnik bietet sich da eigentlich immer an für eine erste Veranschaulichung.
Ganz konkret war es bei einem Kunden zum Beispiel so, dass er bisher seine Förderstrecken, zum Beispiel Rollenbahn, klassisch gelöst hat mit einem Schaltschrank, wo Schütze untergebracht waren und diese Schütze haben dann über lange Leitungen die Antriebe angesteuert. Das ist eine einfache Lösung, die funktioniert auch üblicherweise, hat aber immer das Problem, dass ein recht hoher Wettbewerbsdruck da ist und ein hoher Wettbewerbsdruck führt zu einer niedrigen Marge. Der Kunde hat sich dann überlegt, er möchte ein komplett neues Konzept angehen und bei dem neuen Konzept war von Anfang an der Fokus auf Reduzierung der Gesamtkosten. Zusätzlich gab es aber auch noch zwei Voraussetzungen, die auch realisiert werden sollten. Und zwar zum einen die Anschlusstechnik, wie der Uli es auch schon ausgeführt hatte, mit nur noch zwei Anschlüssen, einmal für die Versorgung und einmal für das Bussystem. Und gleichzeitig musste aber auch noch die Flexibilität für Kundenwünsche da sein. Nach Überlegungen ist letztendlich ein System rausgekommen, was nur noch aus drei Modulen besteht. Und diese Module sind der Schaltschrank, das Fördermodul und der Drehtisch. Beim Schaltschrank sieht es so aus, es ist im Prinzip alles rausgeflogen, was Leistung angeht, sodass der Schaltschrank nur noch aus Steuerung und einigen Komponenten besteht und komplett projektunabhängig realisiert werden kann. Der Kunde kann sogar, wenn er möchte, den Schaltschrank auf Lager fertigen. Bei den Fördermodulen, diese sind in Länge, Breite, Höhe komplett anpassbar an das, was der Endkunde gerne möchte. Allerdings ist es so, dass der Antrieb immer der gleiche ist. Hier hat eine Auslegung stattgefunden. Die Auslegung ging auf einen bestimmten Geschwindigkeits- und Lastbereich und im Ergebnis kam ein Motor raus, in diesem Fall ein Smart-Motor, den der Kunde immer einsetzt. Der Smart-Motor wird über Feldbusverteiler angesprochen, rein digital angesteuert und die Feldbusverteiler sammeln im Umkehrschluss auch wieder IOs von der Maschine ein. Insofern ist das Modul flexibel in den Ausmessungen, aber immer gleich, wenn es um die Anschlusstechnik geht. Beim Drehtisch ist es genauso. Auch hier wieder volle Skalierbarkeit. Allerdings wurde der Smart-Motor durch einen Getriebemotor ersetzt mit einem i550 ProTec als Wandgerät. Das hatte den Hintergrund, dass beim Drehtisch einfach ein paar mehr Funktionen erforderlich sind, die der Smart-Motor nicht realisieren konnte. Der i550 ProTec verfügt jetzt selbst über einen Busanschluss und versorgt seinerseits den Motor und sammelt gleichzeitig auch wieder die IOs ein, sodass auch hier die Schnittstelle wieder nur die Stromversorgung war und das Bussystem. Insgesamt hat sich dadurch ein Baukasten für den Kunden ergeben, mit dem er sehr schnell kundenspezifische fördertechnische Systeme aufbauen kann. Und sehr schnell bedeutet hier auch wirklich sehr schnell, weil eigentlich kaum noch Engineeringkosten anfallen und auch Montage- und Inbetriebnahmezeiten deutlich kürzer sind. Ich würde da gerne auch noch eine Ergänzung hinzufügen. Du hast ja diese Module angesprochen und dieser Aufbau ermöglicht, dass ich Module individuell zusammenstellen kann und bin somit also sehr schnell. Also sprich, Losgröße 1 kann ich viel schneller realisieren. Somit bin ich natürlich auch mit der Time to Market schneller. Und ich denke, das ist sehr wichtig, weil der Wettbewerbsdruck wird immer höher. Kunden haben spezifische Anfragen und ich muss schnell darauf reagieren können. Weil wenn ich das nicht mache, kann das vielleicht ein Mitbewerber auf dem Markt. Also schnelle Reaktionszeiten sind wichtig, was mir die Modultechnik ermöglicht. Unter dem Begriffen Losgröße 1 und Time to Market verstehe ich auch Industrie 4.0 und so wage ich sogar zu behaupten, die Industrie 4.0 ist ein Treiber der dezentralen Antriebstechnik. Jetzt, wenn wir von Kostenreduzierung sprechen, möchte ich nochmal einen Punkt ansprechen und das sind Serviceeinsätze. Wie ihr wisst, können Serviceeinsätze sehr viel Geld kosten. Arbeite ich jetzt aber mit einem dezentralen Umrichter, der über Stecktechnik verfügt und über einen Kommunikationsbus verbunden ist,
dann kann ich hingehen, Stecker abziehen, Gerät abmontieren, das neue Ersatzgerät montieren, Stecker einstecken. Da kann man ja nichts falsch machen, weil die Stecker kodiert sind. Und via Bussystem wird automatisch der Parametersatz aufs Gerät runtergespielt. Also ihr seht, so ein Austausch ist kinderleicht. Man benötigt nicht mal eine Fachkraft dazu. Und stellt euch mal vor, so ein Serviceeinsatz ist irgendwo im Ausland. Ich brauche nicht mal meinen Techniker dahin zu schicken, denn das kann bestimmt jemand vor Ort erledigen, so einen Austausch. Ja, das klingt alles super. Also das klingt wirklich, als wenn ich hier ein großes Potenzial habe, einfach Geld zu sparen. Die Frage ist, kann ich denn diese Kostenreduzierung auch immer von Anfang an auch mit realisieren? Oder ist das vielleicht etwas, was erst über die Zeit passiert? Ja, bei dem konkreten Beispiel ist es so, dass bei der ersten Anlage schon Einsparungen erzielt wurden, aber die waren natürlich recht gering, einfach weil auch viel Basisarbeit noch geleistet werden musste und sich dieses System ja auch erstmal überlegt werden musste. Es sind aber mittlerweile ja schon einige Anlagen realisiert worden und da ist es tatsächlich so, dass gravierende, massive Einsparungen wirklich hervortreten. Es hat sich also so dargestellt, dass es schon der richtige Weg war. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, das wird oft gar nicht so direkt gesehen, wenn man standardisieren kann, dann hat man natürlich auch immer eine Reduzierung der Variantenvielfalt dabei. Und eine Reduzierung der Variantenvielfalt spart auch wieder eine Menge Geld. Ich habe einfach weniger Materialnummern, die ich pflegen muss. Und alle, die mit dem Produkt hinterher zu tun haben, haben auch Vereinfachungen. Das geht von der Materialbeschaffung, Lagerhaltung, Montage, Service, letztendlich bis irgendwann zur Reaktionszeit im Servicefall. Und allein über diese Schiene sind auch wieder Kosteneinsparungen doch auch nachhaltig dann zu realisieren. Das sind echte Mehrwerte, die da tatsächlich rauskommen. Ja, super. Also vielen Dank für diese Praxiskenntnisse oder Einblicke. Ich würde ganz gerne jetzt mal unsere Diskussion stoppen und auf die Fragen, die im Chat hier auflaufen, eingehen. Da ist einiges gekommen. Und gebt mir ganz kurz, dass ich hier mal reinschaue. Hier ist nämlich eine Frage, die ganz gut zu dem passt, was Wolfgang gerade gesagt hat. Er schreibt also der Teilnehmer: Ich kann mir nicht vorstellen, dass durch die dezentrale Antriebstechnik so viel Leitung eingespart werden, dass ich den Mehrpreis der teuren Technik auch kompensieren kann. Vielleicht kann einer von euch dazu Stellung nehmen. Wolfgang, Uli sehen wir leider nicht die ganze Zeit. Ja, aber ihr hört mich, denke ich, oder? Das tun wir. Könnt ihr mich noch hören? Ja. Ja. Die Frage beantworten. Also mit den Ersparnissen, da muss man natürlich genau spezifisch auf die angewendete Maschine gucken. Wie viele Umrichter werden da verwendet? Was für Power-Einheiten? Also sprechen wir von 75 Kilowatt Umrichtern oder nur kleine Umrichter? Weil speziell bei Motorkabeln, wenn ich eine Anlage habe mit 100 Meter Motorkabel, 75 Kilowatt zum Beispiel, wenn ich da einen dezentralen Umrichter direkt beim Motor setze, spare ich 100 Meter geschirmtes, teures Kabel. Also die Rechnung kann schon aufgehen. Man muss das wirklich berechnen von Fall zu Fall. Und man muss auch bedenken, im Schaltschrank selber brauche ich keine Komponenten wie Drosseln oder zum Beispiel Summenfilter, weil die dezentralen Geräte das alles integriert haben. Also ich spare auch wirklich auf der Seite vom Schaltschrank und auch draußen bei Installationsmaterial wie zum Beispiel Kabel. Ja, hier würde ich auch gerne noch mal kurz ergänzen. Man muss, wie gesagt, das Gesamtsystem wirklich betrachten. Und es geht ja nicht nur um das Material. Wenn ich weniger Kabel habe, dann muss ich auch weniger anschließen. Und Kabel anschließen dauert halt. Jeder Anschluss dauert, weiß nicht, eine Minute oder zwei. Und da kommt dann schon ordentlich was zusammen, wenn ich 100 Leitungen anschließen muss oder halt nur 5. Und im Gesamtsystem rechnet sich das schon. Aber nur übers Material wird es natürlich schwierig. Ja, das Thema Kosten scheint aber unsere Teilnehmer auch wirklich zu bewegen, denn die eine Frage zielt auch in die gleiche Richtung, wo gefragt wird, kann man das konkret auch beziffern? Wie viel Geld wird wann und wo gespart? Und ich glaube, das kommt dann immer auf das individuelle Beispiel an. Vielleicht, Uli, magst du dazu noch was sagen?
Ja, wie ich bereits erwähnt habe, also das ist wirklich individuell, je nach Anlage und Auslegegröße. Daher kann ich kein pauschales Urteil nennen, aber es gibt da schon Rechnungen, die wir zum Beispiel auch angestellt haben. Da haben wir mal ein Beispiel zusammengestellt. Da sparen wir im Schaltschrank Material wie Filter und Leistungsschalter, die alle wegfallen, und die Motorenkabel haben wir auch mit einberechnet. Und da gibt es ein Beispiel von uns, da kommen wir also bis zu 50% Kostenreduzierung. Aber wie gesagt, wenn Sie so Fragen haben, nehmen Sie doch gerne mit Ihrer Kontaktperson von Lenze mal Kontakt auf und dann kann man so eine Anlage genau analysieren. Super. Also ich habe noch eine Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir die recht schnell beendet oder Entschuldigung, beantwortet bekommen. Und zwar geht es da um IO-Technik. Der Teilnehmer fragt, kann der Frequenzumrichter auch mit IO-Link angesteuert werden? Wolfgang, magst du das kurz Ja, sagen? kann ich gerne kurz und knapp beantworten. Wenn wir über unsere I550-Reihe sprechen, ganz egal ob Schaltschrankgerät oder Wandgerät, dann sind die über IO-Link ansteuerbar und können dementsprechend auch direkt im Feld, wenn da der IO-Link-Bus schon verwendet wird, auch direkt angesprochen werden. Genau, der Umrichter ist dann eigentlich ein IO-Link-Slave, ist also kein Problem, wie Wolfgang erwähnt hat. Ja, super. Also die Fragen reichen von bis und da sind auch noch mehr, aber wir haben ja gesagt, 30 Minuten Diskussion mit ein bisschen Fragen und wir werden auch gleich noch mal in der nächsten halben Stunde on bleiben und Wolfgang und Uli beantworten gerne auch schriftlich weitere Fragen. Ich möchte aber Uli jetzt einmal bitten, ob er vielleicht so drei Key Takeaways für uns noch einmal knackig zusammenfassen kann. Ja, gerne, nenne ich drei Key Takeaways. Aber vorher will ich noch was zum Titel sagen, dieses Webcasts. Sind dezentrale Umrichter die perfekte Ergänzung? Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Das haben wir jetzt gehört. Und zu den Takeaways, da sage ich nur schnell, einfach und kostengünstig. Schnell. Wir haben ja diese zwei Busformen, die wir verwenden, den Powerbus und den Kommunikationsbus. Wenn ich mit Modulen arbeite, dann ist man ja schneller bei der Time to Market. Ein Serviceaustausch ist auch sehr schnell erledigt. Dann zum nächsten Punkt einfach. Wir haben gehört, wenn wir mit unserer I500-Reihe arbeiten, die gibt es dezentral, sowohl als auch zentral, die haben dieselbe DNA, also selbe Parameter. Man kann mit denselben Programmiertools arbeiten. Es ist wirklich ganz einfach. Dann sind auch Schalter bereits integriert bei diesen Geräten. Man muss also nicht externe Schalter noch zusätzlich verdrahten. Und ein Austausch ist auch sehr einfach zu erledigen. Und noch zum Punkt kostengünstig. Da haben wir auch gehört, wir sparen an Material und man spart an Zeit. Mit Zeit meine ich Installationszeit und Zeit ist bekanntlich Geld. Ja, danke dafür nochmal für diese Zusammenfassung. Also du hast es jetzt sehr komprimiert auf schnell, einfach und preiswert. Ich denke, unsere Diskussion, die hat die ganzen Facetten auch nochmal vielseitiger beleuchtet. Wo kann ich sparen? Ist es einfach nur, ich habe keinen Platz, ich brauche aber eine Erweiterung und gehe auf dezentral? Oder habe ich raue Umgebungsbedingungen? Oder aber fange ich wirklich von Anfang an und möchte bewusst eben Module standardisieren und auch unabhängig machen. Ich denke, das geht alles mit der dezentralen Installation. Und wie wir softwareseitig Module miteinander verknüpfen, das haben wir ja bereits in einem anderen Webcast erläutert. Das war zu Plug and Produce. Der geneigte Teilnehmer kann sich den gerne nochmal in unserem Archiv anschauen. Für heute möchte ich sonst sagen, danke an die Referenten, danke in die Schweiz an Uli und danke auch an Wolfgang nach Bad Bentheim. Wie gesagt, wir stehen noch für Sie im Chat zur Verfügung und mir bleibt zu sagen, ja, danke, dass Sie heute wieder dabei waren und wenn Sie unser Outro hören, haben Sie immer noch die Möglichkeit, mit uns zu sprechen und ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn Sie nächste Woche Mittwoch wieder dabei sind und dann zu dem Thema moderne Maschinen. Visualisierung, Entschuldigung. Ja, mit moderne Maschinenvisualisierung, #11, seien Sie dann wieder dabei. Herzlichen Dank an alle. Auf Wiedersehen. Dankeschön.